Ein Kriegerpfad. Da oben müsste ein Lager mit Traumweide sein. Keine Traumweide, nur ein paar Scherben. Vielleicht gibt es ein Lager mit Traumweide an diesem Kriegerpfad. Jemand scheint die Traumweide in diesen Lagern gegen Scherben getauscht zu haben. Du bist zurück. Ich war schon an diesen Lagern. Da waren nur ein paar Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen? Vielleicht hat John welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist. Du sagtest, ein gewisser John hat vielleicht Traumweide? Ja. Er ist zwar Einsiedler, pflückt aber für den Stamm Kräuter und braut Medizin. Allerdings lebt er westlich von Mutterkrone und
Die Maschinen in der Region sind etwas lästig. Was für Maschinen? Plünderer. Und Sägezähne. Sehr gefährlich. Ich werde gehen. Leb wohl. Helf mir doch! Hallo! Bitte! Ist da jemand? Urmutter sei Dank! Ich dachte, ich komme niemals frei. Was war los? Eine Bande von Ausgestoßenen war das. Stürmten herein, stahlen meine Traumweide und ließen mich zurück. Eine Bande von Ausgestoßenen? Ja, eine Bande. Die Tür flog auf. Ich hatte keine Chance. Sie schnappten meine Traumweide und ließen mich zurück. Wozu stehlen Ausgestoßene Traumweide? Na, weil das kostbarste Kraut ist, das ich sammle, natürlich. Elende Diebe. Sonst nahmen sie nichts? Nein, ich sag's dir. Die machen Geschäfte mit Fremden. Sie wollen Scherben und würden dafür auch töten. Wo sind die Ausgestoßenen hin? Den Berg hinauf, glaube ich. Du erwischst sie, wenn du schnell machst. Aber lass dich nicht von ihrem schäbigen Aussehen täuschen. Sie töten dich, sobald sie dich sehen. Oh, ich muss mal durchatmen. Ja, du könntest fürs erste Mal still sein. Die Ausgestoßenen müssen Spuren hinterlassen haben. Mein Fokus müsste sie finden. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen und er hatte es eilig.
Hilf mir hoch! Jawohl! Schieß nochmal! Das werde ich vielleicht... Die Ausgestoßenen, die Traumweide gestohlen haben. Und sie haben Ärger. Guter Schuss! Er hat es erwischt! Töte es! Erledige es! Ja! Urmutter sei Dank! Urmutter sei Dank! Erledige es! Wir sind dir dankbar, sofern dir der Dank Ausgestoßener etwas bedeutet. Tut er. Du rettest uns und redest sogar mit uns. Die Stammmütter verstießen mich bei der Geburt. Die Gesetze der Nora bedeuten mir nichts. Dann bist du dieses Mädchen, dessen Mutter es nie wollte. Aber keine Ausgestoßene mehr? Nein. Ich bin Sucherin und suche nach Traumweide. Das könnte ein Problem sein. Warum habt ihr die Traumweide geraubt? Weil wir Verwundete haben. Warum würden wir sie sonst nehmen? Etwas Schreckliches ist dem Stamm zugestoßen. Die Krieger schützen uns nicht. Die Maschinen sind erzürnt und im Heiligen Land machen Banditen Jagd auf uns. Würden Ausgestoßene den Brauch brechen und sich zusammentun, wenn sie eine andere Wahl hätten? Aber es war kein Diebstahl. Wir haben Scherben zurückgelassen und wollten Jan bezahlen. Aber natürlich wollte er nicht mit uns reden. Was haben du und die anderen verbrochen? Ich schlug zu, als jemand mein Wild stahl. War meine Schuld. Die anderen haben gestohlen, Bräuche gebrochen oder die Knochen der Metallwelt gestört. Keine Mörder hier, falls du das meintest. Ihr habt Jan aufgemischt. Wie will er das vor lauter Kriecherei bemerkt haben? Er ist ein Feigling. Wir haben ihm kein Haar gekrümmt, er hat's nicht mal bemerkt. Auch andere brauchen Traumweide. Ihr könnt nicht alles haben. Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ein Gespräch. Zwischen zwei Personen. Ah ja. Vielleicht haben wir mehr, als wir brauchen. Nach allem, was passiert ist, hatten wir Angst und nahmen, was wir fanden. Hier. Einen Teil behalte ich, aber der Rest? Möge er zu denen finden, die ihn brauchen. Dafür sorge ich. Passt ihr gut auf euch auf. Und bleibt zusammen. Du hast uns besser behandelt, als die Stammmütter es je tun würden. Danke. Hier ist die Traumweide. Bringen Sie zu Fia in Mutterberg. Die verwundeten Krieger dort brauchen Sie dringend. Versprochen. Aber was ist mit den Ausgestoßenen? Haben die Schufte für ihre Taten bezahlt? Sich verbrüdern, miteinander reden und mit uns. Ich hoffe, du warst erbarmungslos. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Sollte ich? Ich wuchs als Ausgestoßene in den Bergen über Mutterherz auf. Das mutterlose Mädchen... Hätte ich das gewusst, hätte ich nie mit dir geredet. Du hältst dich für besser als andere, nicht wahr, John?
Aber du bist nur ein kleiner Mann mit einem kleinen Herzen. Und wenn du stirbst, wird niemand es bemerken. Wenigstens bin ich kein Ausgestoßener. Das stimmt. Nicht mal das bist du. Die Ausgestoßenen haben einander geholfen. Aber du bist nichts. Ich bin fertig. Sorg dafür, dass Fia die Traumweide kriegt. Sonst komme ich wieder. Ich bringe die Traumweide zu Fia. Aber du hattest kein Recht, so mit mir zu reden. Knochen. Etwas dünn. Bist du Solei? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, ich möchte nur helfen. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said. Ich konnte sie nicht aufhalten. Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Ich bat sie zwar nicht zu gehen, doch ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Du weißt nicht, wie das ist. Er verstümmelte meinen Bruder und doch bewegt er sich frei unter den Khaja? Ich verstehe. Besser als du glaubst. Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Das ist ein Khaja-Fort direkt an der Grenze. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Was will eine Nora ausrichten? Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Sie kann nicht zurückkommen. Die Stammmütter erlauben es nicht. Aber ich wäre dir dankbar, wenn du sie finden und ihr helfen würdest. Und bitte, behandle die Sache vertraulich. Werde ich. Versprochen. Wer hier das Kommando hat, weiß vielleicht, ob Nakoa hier war. Der unseren Sonnenkönig töten wollte? Verräter! Der ganze Stamm, alle von ihnen! Sind diesmal zu weit gegangen. Der Fall sollte für seine Verbrechen sterben.